Interessant wird es übrigens dann auch zum 1. September 2014. Da werden wir uns über deutlich steigende Bruttoinlandsproduktzahlen freuen können. Und das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Nur die Frage ist, wo kommen denn diese BIP-Steigerungen her, die wir ab September sehen werden? Dort wird eine Neuberechnung vorgenommen für die Europäische Union. Und hier geht es zum Beispiel darum, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die bisher als Vorleistungen abgezogen wurden, jetzt als Investitionen dieses Bruttoinlandsprodukt steigern werden. Dazu kommen auch Rüstungskäufe. Rüstungskäufe zählen jetzt auch als Investitionen. Ich meine, da bekommt das Thema Ukraine eine ganz neue Sichtweise. Aber richtig unterhaltsam wird es dann, wenn wir auf die Schattenwirtschaft schauen. Denn die Schattenwirtschaft soll jetzt ins Bruttoinlandsprodukt eingerechnet werden. Nein, das ist jetzt noch kein vorgezogener April-Scherz. Das ist tatsächlich so. Das bedeutet, alles, was so an Waffenschmuggel, Drogenhandel und solchen Sachen stattfindet, das zählt jetzt zum Bruttoinlandsprodukt dazu. Und da es dazu ja natürlich keine offiziellen Zahlen gibt, die führen in den seltensten Fällen eine Buchhaltung, die sie am Ende auch bei der Steuer vorlegen, muss man das schätzen. Und dabei ist natürlich viel, viel Raum. Und da es um große Summen geht, können diese Schätzungen ja mal ganz frei ausfallen und werden das Bruttoinlandsprodukt natürlich in die eine oder andere Richtung, naja, eigentlich nur in die eine Richtung, massiv verändern, nämlich nach oben, und mal sehen, wie kreativ da die einzelnen Staaten sind. Also vor allem in Süditalien dürfte das natürlich für ganz neue Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts führen. Also wenn Sie demnächst sehen, Italien ist auf einem guten Weg, jetzt wissen Sie warum. Und hier gibt es auch dann gleich die ersten Forschungen dazu, die ersten Schätzungen schon mal für die italienische 'Ndrangheta, eine der großen Mafia-Organisationen in den USA, Italien. Und die sollen 2013 53 Milliarden Euro umgesetzt haben. Dabei gehen auf den Drogenschmuggel 24,2 Milliarden, hat man genau gerechnet, nicht 24,3, 24,2 sind es. Illegale Müllentsorgung 19,6 Milliarden, Erpressung, Wucherei 2,9 Milliarden, Veruntreuung 2,4 und Glücksspiel 1,3 Milliarden. Prostitution, Markenfälschung, Menschenhandel und Waffenverkäufe gehen dann nochmal mit 1 Milliarde zu Buche. Macht insgesamt etwa 3,5% des italienischen Bruttoinlandsproduktes aus, vielleicht auch 3,6%. Dazu kommen natürlich noch andere Organisationen. Also es wird ein buntes Spiel der Anpassung der Bruttoinlandsprodukte ab September werden, und wir werden uns freuen an den Börsen, wie toll es eigentlich um uns geht, wenn wir nur richtig hinschauen. Wo wir gerade bei kriminellen Handlungen sind, bei der UBS wurden jetzt 6 Händler angeblich beurlaubt, so heißt es, im Rahmen der Ermittlungen um Devisenmanipulationen. Und hier sehen wir ja nur rund um den Globus diese Ermittlungen jetzt schon seit vielen Monaten gegen die internationalen Banken im Zusammenhang mit Devisenmanipulation, Zinsmanipulation, Edelmetallmanipulation, Aktienmanipulation, Immobilienmanipulation. Suchen Sie sich's aus. Also ob die so weit von den 'Ndrangheta manchmal weg sind, das kann man durchaus in Frage stellen. Die Citigroup fällt beim amerikanischen Stresstest erstmal durch, braucht mehr Kapital, die Aktien sprechen 5% im Minus. JP Morgan hebt die Dividende über Lehman-Niveau an, dort ist man wieder auf dem richtigen Pfad angekommen. Bank of America erhöht die Dividende, Merrill Lynch gibt eine Kaufempfehlung für ExxonMobil raus, auch das durchaus natürlich interessant mit den guten Geschäften, die ExxonMobil momentan auch in Osteuropa macht. UBS, die hatten wir darüber gesprochen. Siemens setzt weiter auf Russland und hat dort klar sich geäußert, weiter in Russland zu investieren, spricht in Russland mit den Politikern. Unsere Unternehmen müssen jetzt selbst vor Ort die Politik betreiben, die eigentlich die Politiker betreiben sollten, und versuchen, den Scherbenhaufen, den die Politiker angerichtet haben, vor Ort wieder zu kitten. Und die Bundesregierung, die sagt, die deutsche Industrie muss da halt jetzt mal durch. Ich bin mal gespannt, wie sehr sich die Bundesregierung hier zum Thema Menschenrechte äußert, wo doch heute der chinesische Präsident Xi zum Besuch kommt, wie Gauck und Merkel, wie aggressiv sie dort jetzt sich für die Menschenrechte, gegen die Todesstrafe, gegen die Meinung, gegen die Beschränkung der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, der Medienfreiheit, der Internetfreiheit und so weiter aussprechen wird. Also wir sind ja momentan auf diesem Feldzug für die Menschenrechte. Dann gehe ich mal von aus, dass wir das im Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten mindestens genauso halten werden. Beiden Seiten werden jetzt die Spielchen gespielt. An dieser Stelle Kuriosum, eigentlich sollte ich ja zur Ukraine gar nichts mehr sagen. Zumindest nichts, wenn es nach der FAZ geht. Die FAZ hat sich erlaubt, gestern einen Artikel auf online zu nehmen, wo der
Kommentator, der Autor, sich erstmal darüber auslässt, einen halben Artikel lang, ein bisschen weinerlich über die Kommentare, die sie erreichen, dass sie so viel Gegenwind bekommen von ihren Lesern wegen der gleichgeschalteten Medien und der nicht sauberen Berichterstattung zum Thema Ukraine. Und im Folge dann möchte er nicht nur seinen Kommentatoren, den eigenen Lesern den Mund verbieten, sie hätten davon schließlich keine Ahnung, sinngemäß sollten sich doch da raushalten und das wäre doch alles nur gesteuert, diese Kommentare, und die meisten hätten doch gar keine Ahnung. Dann komme auch ich ins Spiel, auch ich werde namentlich genannt, er setzt sich da mit mir und meinem Artikel auseinander, um mir zu sagen, dass ich da gar keine Kompetenz für hätte, mich darüber zu äußern und das doch sinngemäß lassen sollte. Also das finde ich schon ausgesprochen spannend, dass mir ein Journalist der FAZ verbieten will, meine Meinung zu sagen und den Bürgern verbieten will, ihre Meinung zu sagen. Sind wir so weit schon gekommen, dass sich Journalisten herausnehmen dürfen, andere Meinungen zu unterbinden, zu zensieren, zu verbieten oder sie am liebsten gar nicht haben möchten? Interessant wird es dann vor allem, wenn man sich den Autor mal genauer anschaut. Es geht hier gar nicht mal um einen hochverdienten, langjährigen Autor der FAZ, der ich schon seit vielen Jahren in diesem Thema recherchiert, sondern es geht um einen, es hat geschrieben, ein Volontär, ein Lehrling, der seit einigen Monaten eine Lehre bei diesem Unternehmen, bei der FAZ macht, der sich bisher herausgetan hat durch Artikel wie Shitstorm jetzt im Duden aufgenommen, der Dorfkümmerer von Alt-Künkersdorf und die Landflucht im Vogelsberg, der übrigens im Vogelsberg überhaupt nicht gut angekommen ist. Ja, wer mit solchen Artikeln sich natürlich Meriten verdient hat, der ist natürlich berufen, über die Ukraine zu schreiben und anderen das Wort zu verbieten. Also da frage ich Sie doch, wo nehmen Sie die Schutzpe her, anderen das Wort zu entziehen, andere zu maßregeln, wer sich dazu zu äußern hat und wer dazu besser nichts zu sagen hat. Also das hat schon ein bisschen was von noch keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln wollen. Junger Mann, bitte erstmal Hausaufgaben machen, ordentlich recherchieren. Wenn Sie dann noch ein bisschen Bedarf haben, Sie können gerne mal nachfragen. Ich helfe gerne mit ein paar Quellen aus, daran soll es am Ende nicht hapern. Also ich empfehle erstmal die Hausaufgaben zu machen, ordentlich zu recherchieren und vor allem die Leser ernst zu nehmen und auch andere Meinungen zu respektieren, denn das gehört zu einer Demokratie auch dazu, dass man davon abkommt, die eigene Meinung als die einzig gültige anzunehmen. Das tue ich bei mir nicht, ich kann irren, ich gebe auch nur meine Meinung dar und nicht die absolute Wahrheit, aber das sollte vielleicht auch jeder andere lernen, dass man etwas Demut an den Tag legt, auch andere Meinungen zu akzeptieren, mit anderen zu diskutieren, die Meinung ernst zu nehmen, abzuwägen, zu prüfen und sich dann ein vernünftiges Bild zu machen, aber anderen das Wort zu verbieten, weil es nicht die eigene Meinung ist, ich glaube, da sind noch ein paar Monate Lehre angesagt. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, ein sonniges welches. Genießen Sie es bei dem traumhaften Wetter. Machen Sie es gut. Und